Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die in der Alpha 19 Folge 48. So, ich habe alles rübergebracht von der Highschool. Bin jetzt hier auf meiner Hordenbase, habe die Spikes mitgenommen. Produziere gerade auch noch fleißig Spikes und würde dann jetzt quasi anfangen. Hier mal alles vorzubereiten. So. Beziehungsweise wieder aufzubauen. Ja, ich bin schon echt gespannt, ob unsere Barrikade hält. Na komm. Oder ob wir gnadenlos überrannt werden in der Nacht. So. So. Autsch. Autsch, komm raus da. So. Autsch. Na, Mist. Hört es sich wieder so an, als wenn einer von hinten angeschlichen kommt? So. So, jetzt machen wir erstmal auf jeden Fall wieder die Reihen, so wie sie waren, vollständig. Und dann gucken wir, wie weit wir noch verstärken können. So. Himmel. So. So bauen wir jetzt hier. Mist. Los, setzen dahin. So. Ja, ist klar. Vielen Dank auch.
Ich stehe auf dem Spike und ich verletze mich nicht. Gut. Na? Ach so, ne. Habe ich wieder einen Fehler gemacht? Autsch. Oh. 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 Jetzt muss ich vorsichtig sein. Einmal noch und dann bin ich K.O. So. Wie? Sag doch nicht, du bist nicht kaputt. Ich sehe, dass du kaputt bist. Komm. So. Mit dem Reparieren ist echt doof. So. Na, komm schon. So. So, wunderbar. Mal gucken, wie viel wir na komm. Und du hier auch. So. 33 macht er noch. Okay. Dann müssen wir noch ein paar herstellen. Na komm, nicht so viel nebeneinander hier. So, 11. Wunderbar. Haben wir denn noch Holz? Holz haben wir auch noch ein bisschen. Das heißt, wir können noch zusätzlich 33 herstellen.
sind 53 und dann würde ich sagen, gehe ich da hinten nochmal Holz hacken. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Hütte zu looten. Aber ich darf auch nicht vergessen noch nach Hause. Ich muss Essen trinken holen. Ja, ich habe nämlich nichts mitgenommen. Ja, ich freue mich auf die Nacht, wenn ich auch irgendwie ein grummelndes Gefühl im Bauch habe dabei. So, ich könnte eigentlich mal eben mein Rad rausstellen. So. Nö, 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 nö. So. So, wie schaut's aus denn jetzt mit dem Holzvorrat? Nochmal 1700, machen wir nochmal 86 Stück. So, dann nehmen wir nur noch die Bäumchen da mit. Und dann fahren wir eben in die Base, laden Essen und Trinken ein. Ja, was mich hier noch ein bisschen anstinkt, ist, dass ich 10% mehr Schaden bekomme im Augenblick. Der Buff, der könnte mir das Genick brechen in der Nacht. So, jetzt muss ich aber, ich glaube, die schaffe ich gar nicht mehr alle durchzuhacken. Ne, ich fahre mal lieber eben was essen holen und trinken holen. Ja. Ja, ich habe ja, wie gesagt, auf Twitch natürlich noch einen Livestream über 7 Days to Die und habe mir irgendwie heute überlegt, ich werde die Livestreams auf YouTube ebenfalls hochladen. Für die Leute, die jetzt keinen Twitch gucken mögen, gucken können. Twitch ist da ja teilweise sehr speziell, gerade auch was Internetleitung angeht. Die Folgen werden natürlich dann in Originallänge sein, also meistens immer so 2 bis 3 Stunden, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch die natürlich anschauen. Ich werde einen extra Ordner für anlegen mit 7 Days Livestream.
Und ich habe ja da komplett neu angefangen bei der B173. Und muss sagen, ich bin jetzt momentan, ich glaube auch kurz vor der 28er Nacht, und aber wesentlich weiter. Ich habe tatsächlich schon ein Minibike, wobei ich da auch mir echt einen Arsch abgesucht habe, bis ich das gefunden habe. So, schnabulieren wir mal noch einen Blaubeerkuchen und nehmen noch die Döschen mit hier. Und ein bisschen was trinken tun wir auch. Und ein 10er Stack nehmen wir uns mit. So. So, aber irgendwas fiel mir eben ein, wollte ich noch mitnehmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was es war. Ah, Verbände wollte ich, glaube ich, noch mitnehmen, ne? Irgendwie. Aber da haben wir, glaube ich, keinen. Doch, wir haben noch eine Verbandskiste. Und wir haben noch normale Verbände. 5. So. Oh no. So, Schmerztabletten haben wir leider keine mehr. Nee. Das ist nicht nett. Aber lässt sich momentan gerade auch nicht ändern. So, erstmal noch ein Blaubeerkuchen. Wie viel bringt denn der überhaupt? 45, das ist jetzt auch nicht so viel. Der bringt 36. So, nochmal ein bisschen nachlegen hier, damit wir auch komplett satt sind. So. Ein paar Schinken, Speck mit Ei können wir wieder machen, dann müssen wir Eier suchen. Gut. So, ich glaube jetzt, ich habe alles. Ich hoffe, ich habe alles. Ich gehe jetzt nochmal rüber. Setz die restlichen Spikes und dann, ja, könnten wir eigentlich noch ein Haus looten. Ich glaube, einen Job annehmen ist zu knapp, aber wir können mal noch mal ins Grüne fahren und gucken, ob wir ein Haus finden. Genau, hier rum. Darum. So. Gut. 114 haben wir im Augenblick. Ach, da ist die Fackel. So. Für die Schlümpfe, die meinen, die müssten hier drüber hopsen. So rum müsste der richtig sein, jawohl. Das hatte ich früher in den Spielen ganz oft, dass ich gerade an Tag 28 die Base soweit wieder mit Spikes fertig hatte. Und kurz vor der Nacht kam eine Horde und hat mir die Hälfte der Spikes schon wieder eingerannt. So. So.
So, die haben wir. Wie viel haben wir denn noch? 47 und noch 21 in Mache. Heißt, ich könnte... Gut, ich weiß ja nicht, von wo sie kommen. Aber wenn ich mich so positioniere, kommen sie ja meistens von hier vorne. Noch ein paar hier verbauen. So. So. Na. So. Na. Oh. So. Jetzt kommen, oh, da hat er noch 37. Hallo? So. So, ne? Ja. So. So, wie kommen denn noch? Keiner mehr. Da machen wir noch mal eben 20 Stück. 1,38, ja. So, dann haben wir die Seite zugezogen hier. Ja, dann würde ich sagen, kann die Horde kommen. Ich habe mir jetzt auch mal das Gewehr rausgenommen, habe ein Zielfernrohr draufgesetzt als Mod. So, einen noch, komm. Da hinten höre ich schon wieder irgendwo was rascheln. Ah, zoomen kannst du auch, cool. Da, ich hab's doch, ich wusste es, dass da eine Horde kommt. Wenn ich am Bauen bin, das Spiel enttäuscht mich nie. Gucken. Okay. Jetzt rennt sie nämlich schon in die Spikes rein. Gut, war ich selber schuld. Die dicke Bertha. So. Okay. Ist mit dem Zielfernrohr schon mal ganz cool. War aber wohl keine Horde, nur drei Stück. Hoffe ich zumindest. Sieht zumindest so aus. Wunderbar. Ja, 16 Uhr. Das heißt, wir haben 4 Stunden. Ein kleines Gebäude könnten wir machen. Bis die Nacht anfängt. Die Frage ist jetzt nur, wo haben wir auf die Schnelle ein kleines Gebäude? Die haben wir gemacht, die haben wir gemacht. Den haben wir, glaube ich, auch gemacht.
Fahren wir mal hier entlang, mal gucken. Ich meine aber, den haben wir gemacht. Ich meine sogar ziemlich am Anfang. Naja, du mich auch. Upsala. Da wollte ich so voller Elan in die Bude rein. Und da steht ein ärmiger Bandit. So, ja, haben alles gemacht hier. Der ist nicht tot zu kriegen, der Vogel. Oh, wieder im Keller. Ich will nicht in den Keller, ich war schon mal hier unten. So. So. Gut, haben wir die Autos denn auch gelootet? Ja, sieht so aus. Ah, da hinten, da waren wir aber glaube ich nicht drin. Den könnten wir noch eben fix machen. 16:30. Ja, passt. Los, streng dich an. Auf mit dir. Rauf mit dir. Auf den Berg. Attacke. So. Oh, den machen wir jetzt eben schnell. Ene mene miste. Na? Fred? Oh, der steht nochmal auf. Oh, ein Büchlein. Ein kleines, schönes Büchlein. Können wir gleich mal gucken, ob wir den schon kennen. Ah, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja, das ist ja enttäuschend. Hier ist ja wirklich nichts. Sozusagen. Was Frauen alles so in ihrer Handtasche haben. Birnen. Geld, okay. Aber Birnen? So, nee. Hier drunter wird da nichts sein, oder? Nee. Hätte ja sein können, ein Bunker angelegt worden ist hier. Aber nein. Gut, ja, schade. Ich habe gedacht, wir hätten hier ein bisschen mehr. Können noch ein kleines Stückchen fahren. In der Hoffnung, dass da noch was kommt. Eine Stunde, 12 Minuten noch der Buff. Ja, da kommt aber scheinbar nichts mehr. Oder? Doch, da kommt noch ein Häuschen. Dann rennen wir noch mal eben schnell durch. Vielleicht belohnt uns das Spiel ja mal. Immer mit der Ruhe. Ich komme erstmal rein. Ja, nicht so wirklich. Ey. Ist wohl gut. So. So, ich habe natürlich keine Frames mit. Das heißt, ich müsste mir eben mal welche machen, um da oben hoch zu gucken. So. Hm, nee. Sonst ist hier nichts.
Nüscht, nüscht, nüscht. Gut, aber den wollte ich auch auf jeden Fall reparieren. So. Ist da noch irgendwas Spektakuläres drunter? Ne. Gut, ja doof. Aber lässt sich nicht. Ah, da oben geht es nochmal eine Treppe auf. Na dann. Na dann. Ach so, ne, das ist ja nur der eine. Oh, alles gut. So. 18.03 Uhr. Würde ich sagen, wir fahren zurück und warten auf die Nacht. Beziehungsweise ich warte auf 22 Uhr und schalte euch quasi jetzt den Saft ab. Nein, wir sind durch mit der Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so spektakulär war, weil wir nur an der Base rumgebaut haben. Aber es sind halt Sachen, die auch sein müssen. Und so alles im Offscreen will ich auch nicht machen. Dann erweckt es immer so einen bitteren Beigeschmack. Ja, also liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bye, bye. Ne?